Recht herzlich willkommen zur Folge Nummer 65 von City Skylines. Ja, wir haben letztes Mal hier die Autobahnabfahrt gebaut. Wie man sieht, direkt ins Gebirge geht die eine Strecke. Natürlich ganz schön hoch hier. Ja, müssen wir mal gucken, wie wir die Straßenführung dann hier machen. Ob wir die drunter her machen oder vielleicht sogar auf dem Berg drauf. Es würde sich ja hier sehr schön vielleicht ergeben, das nach da oben zu machen. Aber ich bin mir da nicht sicher, ob das geht. Gut, egal erstmal. Ich denke, wir machen erstmal die Straße geschwungen hier vorher. Aha, das war schon mal verkehrt. Nur da und dann so. Genau, so war meine Vorstellung von dieser Straße. Da ist Wasser. Das heißt, ich würde sagen hier und dann mal hierher. Und bis dahin soll es auch erstmal reichen. Kurz anschauen, wer hier wo bauen kann. Denn, wir sind mitten im Erzgebiet drinne. Das ist aber auch nicht schlimm. Hier unten haben wir ein bisschen Öl dann. Ja, hier geht die Straße, Entschuldigung, sicherlich durch, aber ist halt so. Dann würde ich sagen, wir machen hier vorne eine Kreuzung hin. Aber da machen wir nur eine vierspurige Straße mit Grünstreifen, weil die Bäume gehen da sowieso kaputt. Ich würde sagen, hier lang. Und hier lang. Und hier unten so rum. Ja, wie wir das weiter dann machen, weiß ich noch nicht, weil da geht es ja den Berg auch wieder hoch. Aber wir haben erstmal schon was geschaffen. Wie sieht das denn hier so aus? Okay, hier etwas schwieriger. Wegen dem Anstieg. Aber können wir erstmal so lassen, ne? So, hier unten kann überall Industrie wachsen. Und dafür würde ich schon wieder sagen, müssen wir noch weiter in die kleinen Straßen reingehen. Und hier wäre mal gar nicht so schlecht, das so zu machen, dass wir sagen, wir gehen mal hier so hin. Und zweigen dann von dieser Straße ab, oder? Ja, machen wir so. Das würde gehen. Das wollte ich dann nicht machen. Nee. Lass mal hier erstmal so. Also die würde ich jetzt ganz einfach hier wirklich dran herziehen. Und auf gar keinen Fall da wieder drauf kommen lassen. Nur einfach erstmal hier vorbei. So, da lassen wir es erstmal gut sein. Die geht da ab, geht da hin. Ja, wir könnten sie eigentlich hier direkt drauf kommen lassen, dann wieder. Erstmal. Und hier zweigen wir nochmal wieder ab. Machen wir auch schon mal. Mehr mache ich aber nicht, nur so die Andeutung schon mal, wo es lang gehen soll, die Reise. Hier so. Rein. Und da auch noch rein, weil ich glaube, hier ist der Boden auch blau. Da ist schon das Industriegebiet sehr wichtig. Genauso ist es. Und dem sollten wir dann auch gleich hier richtig nachkommen. Wir sollten mal gerade die Leertaste drücken, damit das Spiel auch läuft, sehe ich gerade. Wird gleich irgendwie blinken und wird uns sagen, ne?
Da kann das alles auch noch hin. Überall hier hin. Da müssen wir gleich aber ein Ding ins Gebiet rausmachen. Ein Erzgebiet, denke ich mal. Ist nochmal da reingeschaut. Das kann alles zu, die ganze Ecke kann zu so. Wenn wir schon dabei sind, dann da auch. So, dann müssen wir da aber ein Viertel erzeugen. Stadtviertel machen. Das machen wir auf jeden Fall so. Da können wir es löschen. Und hier können wir es auswählen, was es ist. Erzindustrie. So, jetzt werden da wahrscheinlich einige Industrien wieder weggehen müssen. Weil sie keine Erzindustrien sind, ne? So, wie sieht's mit Wasser aus? Hier unten war Wasser, aber doch, das ist auch in unserem Bereich noch. Das Wasser fließt wohl nach da hinten weg. Das heißt, wir müssten es von hier holen. Ja. Machen wir mal, oder? Machen wir erstmal so, dann haben die Wasser, sind die erstmal glücklich. Und dann gucken wir, was mit Strom ist. Ist natürlich relativ hohes Energieaufkommen hier wahrscheinlich bei der Stahlindustrie. Erz, Stahl, wie will man es nennen? Ich glaube, das ist irgendwo nicht angeschlossen mit dem Wasser. Genau so ist es. Ich habe die Stelle erwischt, wo keine Verbindung dieser Leitung ist. Gut, Wasser erledigt. Dann Strom. Und was haben wir da? Ein Kohlekraftwerk. Ein Ölkraftwerk. Öl ist nicht weit weg. Ölproduktion liegt ja hier unten auch. Öl ist hier, ne? Das Schwatte ist Öl. Wir sollten vielleicht hier an dieser Straße Öl bauen. Und gleichzeitig hier unten einen Ölbereich machen von Industrie. Braucht das irgendwie was? Gebiet muss neben der Straße platziert werden. Ja, das, da war eine Möglichkeit. Passt. So, Industriegebiet her noch. Ich muss nochmal genau gucken, wo es liegt. Ja, hier in diesem Bereich zaubern wir eine Straße hin. Das war noch eine sechsspurige, ne, oder? Ja, von der sechsspurigen muss eine vierspurige abgehen. Und das können wir ja auch definitiv hier machen. Da ab, dann ist das auch gut. Wir könnten noch rein theoretisch nach hier oben, müssen wir dann aber noch mal überlegen. So, jetzt Industriegebiet daher. Ist ausgewählt, aber nee, da müssen wir noch kleinere Stichstraßen haben. Ich denke, wir gehen hier so runter mit einer Straße. Und die bauen wir dann mal hier so hin. Thank you.
So. Haben wir es erst. So, dann das Industriegebiet hierher gepflanzt. Der Hauptquelle ist natürlich die Straße wahrscheinlich drunter, aber das kriegen wir auch noch geregelt. So, hier irgendwo noch, da. Die beiden mache ich auch noch erstmal. Jetzt gucken wir mal gerade. Oh, sieht super aus. Aber wir können auch noch an den Randgebieten weitergehen. So, nochmal reingeguckt. Selbst die andere Straßenseite könnte man machen. Aber lass uns erstmal das so lassen, wie es ist. Das haben wir. Müssen wir erst Neues machen. Ich glaube, das geht auch noch weiter nach hier. So, dann markieren wir das als dieses. Ist es jetzt ausgewählt? Ich glaube ja, ne? Ja. Gut. Haben wir das auch. Die brauchen natürlich jetzt noch Strom und Wasser. Strom ist jetzt nicht so schwer. Da werden wir mal gerade hier was überbrücken. Das Kraftwerk ist ja schon da. Können wir auch. Ja, was ist da? Ein bisschen Landwirtschaft, so leicht grün. Ne, das ist Agrarwirtschaft wahrscheinlich hier mit. Aber da machen wir ein Dingens, sag schon. Gewerbe hin. Reicht das so? Und da können wir noch eine Straße reinmachen? Ich will's hoffen. Das ist alles blau. Das ist alles gut. Hier oben geht noch blau oder nicht? Ne, da will er nicht. Das geht auf jeden Fall. So, Wasser daher. Und schließen wir direkt hier hinten an, oder? So. Das ist die Frage mit dem, oh, was haben wir genug? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Wie sieht es mit der Elektrizität aus? Muss auch genug sein durch das Kraftwerk hier. So, das ist gut. Hier sagt einer, er hat keinen Strom. Die Last ist zu niedrig. Wir haben aber gerade ein Kraftwerk angeschlossen. Ach so, das ist wahrscheinlich noch nicht, insgesamt noch nicht angeschlossen. Ich würde jetzt mal sagen, an dieser Hauptstraße machen wir auf dieser Seite einfach Wohnhäuser hin. So, Wohnen am Berg, hinten raus die Balkons, ne? Das noch. Den lasse ich mal frei. So, wenn da jetzt welche hinziehen, sollte das auch mit dem Dingens klappen. Also der Kommerz, der erfreut sich schon, steht da. Politik. Ach so, Strom. Wollten wir sehen. So. Die haben es hier noch alle ohne Strom. Ziemlich begeistert. Hier wachsen aber schon die ersten Häuser. Hierhin auch. Ach, da fehlt's Wasser wahrscheinlich noch, ne? Genau so ist es. Und gleich ziehen da alle ein, gehe ich von aus. Wasser sieht gut aus.
So, jetzt müssen nur noch Häuser kommen. Da ist schon das nächste. Stopp. Hier rechts haben wir einen Fehler drin. Und zwar haben wir hier das verkehrt gemacht. So muss es sein. Jetzt wachsen, kommen da auch welche. Da wollen jetzt bestimmt auch welche hin. Da ist Öl und nicht Erz. Erz ist hier. Und die stehen schon leer, ist klar, wegen kein Strom. Ja. Kommen die gleich alle dran? Ist jetzt egal. Ja, da waren jetzt ein paar bei, ne? Ja, die wachsen weiter. Was war das hier? Großes Gewerbe, ne? Und das war ein Bürogebäude. Die zaubern wir doch mal auf der anderen Seite. So. Bis da hinten hin. Aber... Ne, lassen wir so. Müssen wir von hier aus werden rein. Der Kommerz möchte noch mehr haben. Können wir hier hinten noch ein bisschen Kommerz machen? So an der Kreuzung, ne? So passt's. Da fahren wir vielleicht mit einer Straße. Ne, da fahren wir nicht mit einer Straße lang. Einfach aus dem Grunde, weil es so knapp bei der anderen Kreuzung ist. Also alles gut. Hier wird auch schon gebaut. Wie sieht es mit Wasser da rechts aus? Mal so, dann ist auf jeden Fall das mit dem Wasser gesichert. Die da hinten haben noch, wie gesagt, keinen Strom. Ja, vielleicht sollten wir dann doch Strom von da drüben einmal holen. Das ist ja auch nicht unbedingt schlecht, ne? So passt. Sollten die Stromanschlüsse auch da sein. Können wir den Bagger nochmal durchjagen. Und die Häuser alle abreißen, die jetzt noch nicht mehr bewohnt sind. Naja, jetzt hauen wir ein bisschen daneben, ne? Aber wird schon werden. So, Arbeiter fehlen natürlich auch. Da fehlt sogar Wasser. Passt erstmal. Gut, Arbeiter haben wir doch hier. Die sollen doch hier einziehen, alle. Machen sie doch auch, oder? Wird werden, ganz klar. Gut. Aber, dann haben wir schon mal unsere Ölindustrie und Erzindustrie gefördert. Erzindustrie, Ölindustrie ist sogar schon vorhanden hier mit einem Gebäude. So, weg. Die bohren schon. Die brauchen viele verschiedene Arbeiter. Zwei sind überqualifiziert, aber im Normalbetrieb. Also, wir haben Ölproduktion. Können wir uns auch mal näher angucken gerade. Ach, guck mal, hier ist der zweite Turm schon. Alles gut. Läuft. Okay. Aber wie gesagt, wir sind am folgenden Ende. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.